Wahrscheinlich stammen sie von Lanas. Professor Lind. Was ist das? Zettel mit Nummern. Das funktioniert leider nicht. Das funktioniert auch nicht. Dann stecken wir das mal hier rein. So. Ja, jetzt habe ich den Zettel mit Nummern drauf. Kann ich mir den auch angucken, eigentlich? Wieso kann ich mir den nicht angucken, den Zettel? Hallo? Hallo? Was muss ich denn jetzt mit dem Zettel machen, hä? Zettel mit Nummern. Bin ich blöd? Nehmen wir einfach mal einen Hinweis. Eine halbe Notiz, ich muss die andere Hälfte finden. Das ist ein bisschen merkwürdig. ja, genau. Das hätte ich jetzt mit einem Zettel mit Nummern auch getan, auf jeden Fall. Dann machen wir das mal so und mal sehen, was drin ist. Und es ist ein Artefakt. Ich kenne dieses Spiel. Es heißt Tangram. Alle diese Teile müssen in den grauen Umriss eingepasst werden, ohne zu überlappen. Das Spiel hatten wir, glaube ich, in Laura Jones 2 auch. Wenn mich nicht alles täuscht. Und das erste hier ist, glaube ich, noch ganz einfach. Ich weiß jetzt nicht, ob wir wie viele wir davon machen müssen. Keine Ahnung. So, aber das ist tatsächlich relativ einfach. So. Das sind drei Stück, müssen wir machen. Okay. Das hier ist, glaube ich, noch relativ einfach. Hallo? Okay, das passt da scheinbar nicht rein. Aber, wieso? Das ist komisch. Ach, nehmen wir einfach das. Aber das muss hier, glaube ich, anders rein. Nämlich so. Da können wir das hier dann umdrehen und das dann so reinmachen. Das ist auf jeden Fall schon mal falsch. Scheiße. Das muss, glaube ich, dann hier so rein. Ja, Tangram ist nicht immer einfach. Das muss man auf jeden Fall mal so unterschreiben. Ich drehe das noch ein paar Mal. So. Toll. Ist ja prima. So, das ist, glaube ich, relativ schwierig, weil es ist ja auch das Letzte. Also das könnte man hier oben, könnte man es so machen. Dann könnte man das hier so reintun. Das muss aber nicht stimmen. Das sieht nämlich schon mal falsch aus. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie das hier reinpasst. So nicht, so auch nicht. Nehmen wir es so. Aber das ist leider falsch. Aber so. Ergibt es Sinn? Party! Haben es geschafft. Das Minispiel Tangram ist ab jetzt im Hauptmenü verfügbar. Aber nur diese Woche. Und nur bei Real. Chemistry. It is chemistry. Oh, da bist du. Oh, da bist du. Oh.
Noch so eine sonderbare Vision am Ende der Prüfung. Reagenzgläser. Ich werde später versuchen, dahinter zu kommen. Jetzt sage ich erstmal Alex Bescheid, dass ich seine Preise gefunden habe. Mac McManus erklärt Laura, dass er Alex Trophäen nur gestohlen hat, weil dieser zuvor seine Medaillen verwendet habe. Laura findet das zweite Artefakt in seinem Zimmer. Sie will Burn damit konfrontieren, um herauszufinden, was er über die Artefakte weiß. Weiter. Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. 13.20 Uhr. Whitman? Studentenwohnheim. Zimmer von Alex Byrne. Komisch. Alex ist nicht hier. Ich frage mich, ob Mike McManus Medaillen wirklich hier sind. Ich kann nicht glauben, dass sie sich gegenseitig ihre Preise gestohlen haben. Ja, und jetzt? Dieser Stuhl ist im Weg. Pff. So ein bisschen mal hier umgucken. Hör die Porno-Zeitschriften auf. Ein bisschen durchblättern. Ein bisschen Schach mit sich selber spielen. Der Hamster hat keine Lust auf sein Laufrad. Wo ist hier ein Hamster? Ist das ein Hamster? Kein Stall drin. So, Hamsterfutter. Hey, der Hamster erzeugt Elektrizität. Jetzt leuchtet diese Lampe. So, ein Schraubenzieher. Können wir hier nochmal rein? Nein. Ein versteckter Safe. Die Abdeckung ist festgeschraubt, dafür brauchen wir vermutlich den Schraubenzieher. Sieht aus wie ein Puzzle. Drehe die Kabelstücke und Birnen so, dass sie alle Glühbirnen, dass alle Glühbirnen elektrischen Kontakt haben. Dann wollen wir das mal probieren. So. Das ergibt schon mal Sinn. Müssen wir das nochmal so drehen, so. So. So, so. Ja. Das macht auch irgendwie Sinn. Scheiße. Was soll man das hier hinten sein soll? Aber der Safe ist offen. Na, was haben wir denn hier? Mike McManus mit Sturzmedaillen. Sie haben sich wirklich gegenseitig beklaut, diese Idioten. Oh. Hä, was machst du da? Ich versuche herauszufinden, warum Mikes Trophäen in deinem Zimmer sind. Ich... Warum erzählst du mir nicht die ganze Geschichte, Alex? Der Dekan wird nicht gerade erfreut sein, wenn er das hört. Bitte geh nicht zum Dekan, ich verliere mein Stipendium. Er könnte mich sogar aus der Uni schmeißen. Hör zu, deine albernen Spielchen und kindischen Zänkereien interessieren mich nicht. Mike wird dir deine Preise zurückgeben, wenn du ihm seine zurückgibst. Das hat er mir versprochen. Natürlich. Du wirst es also niemandem verraten? Ich verrate es niemandem, wenn du es nicht tust. Dafür erzählst du mir alles über das Artefakt, was du weißt. Wo wurde es entdeckt? In der Bibliothek. Professor Adams und ich haben dort gearbeitet. Wir fanden eine seltsame Kiste ganz oben auf dem Regal. Da drin waren zwei Artefakte und ein mysteriöses Manuskript. Was für ein Manuskript? Es enthielt Informationen über das Artefakt. Hier, lies. Lieber Freund, wahrscheinlich erinnerst du dich an die indianische Legende, in der von Schlüsseln berichtet wird, die ein Portal der Macht öffnen können. Die Legende besagt, dass mehrere Schlüssel nötig sind, um Zugang zu erlangen. Nur ein Auserwählter mit reinem Herzen und starkem Willen kann sie benutzen. Jeder Schlüssel gibt einen magischen Hinweis auf den Fundort des Nächsten. Ich weiß, dass es wahr ist, weil ich einen der Schlüssel besitze. Interessant. Und was bedeutet dieser Stempel mit dem Schiff und der Sonne oben auf der Seite? Daran erkennt man, dass das Dokument aus einem Privatarchiv stammt. In der Bibliothek gibt es einige private Sammlungen. Du hast doch nichts dagegen, dass ich das hier an mich nehme, oder? Natürlich nicht. Sag nur dem Dekan nichts. Danke. Schönen Tag noch. Das ist ein interessanter Brief. Leider fehlt ein Stück. Ich wette, das finde ich irgendwo in der Bibliothek.
Alex erzählt Laura vom Teil eines Briefes, in dem das Artefakt erwähnt wird. Laura vermutet, dass der zweite Teil des Briefes in der Universitätsbibliothek zu finden ist. Sie nutzt die Gelegenheit, um ihren alten Freund zu besuchen, den Bibliothekar Bob. Weiter. Ladebildschirm, Ladebildschirm. 13.30 Uhr, Universitätsbibliothek. Hallo? Ist jemand hier? Ich hoffe, Bob ist nicht sauer, wenn ich nach dem zweiten Teil des Briefes suche. Auf dem Archivstempel ist eine Sonne und ein Schiff. Sammle alle Sonnen und Schiffe ein. Okay, das werden wir mal probieren. Auch wenn ich noch nicht... Oh, das war ein Fragezeichen. Habe ich gar nicht gesehen. Auch wenn ich noch nicht so recht verstehe, wieso sollten wir jetzt hier alle Sonnen und noch ein Artefakt... Ein Artefakt in Form eines... Igels, nicht in einer Form eines Fragezeichens. So, hier haben wir noch ein Schiff. Ja. Ich habe mir bloß gerade mal ganz kurz die Aussteuerung angeguckt, wenn ich einfach mal meine Fresse halte. Aber das wollt ihr ja sicher nicht. Also vielleicht schon und ja. So, wir brauchen noch drei Schiffe und Sonnen. Hier haben wir noch eine Sonne. Und das Ding ist bei 100%. Das ist ein bisschen buggy, habe ich das Gefühl. Die Frage ist allerdings trotzdem, die letzten beiden. Wo sind die? Ist das hier oben noch was? Nein. Einfach mal ein bisschen durch die Gegend klicken. Weil es ist zum Teil ist das hier so klein, aber ich wollte es absichtlich nicht auf Vollbild spielen. Damit ich hier den vollen Überblick habe. Och Mensch, wo seid ihr denn? 13 Hinweise. Hier ist noch eine. Aha. Ein Schattenschiff. Na, wenn das nicht die scharfsinnige Nummer Jones ist. Was führt dich hierher? Bob, wie schön dich zu sehen. Ich suche nach einem Privatarchiv, das einen Stempel mit einer Sonne und einem Schiff benutzt. Du interessierst dich also für ein Archiv? Momentan scheint sich jeder für diese alten Artefakte zu interessieren. Ich habe etwas gefunden, die zweite Seite des Briefes. Ich habe Angst, die Details meiner Entdeckung aufzuschreiben. Ich werde dir später alles persönlich erklären. Ich habe auch einige Bilder der anderen Schlüssel entdeckt. Sie sind unten skizziert. Der Legende nach erlangt die Person, die alle Schlüssel besitzt, Zugang zur großen Quelle. Und wer die Quelle kontrolliert, bestimmt auch über das Schicksal der Welt. Fuck! Moment mal, wer hat sich denn noch für das Archiv interessiert? Professor Claudia Glitch? Sie hat ja alles durchwühlt. Wer ist Claudia Gliss und welches Interesse könnte sie daran haben? Klar, das habe ich mich auch schon gefragt, was eine Chemieprofessorin mit diesen alten Manuskripten machen will. Also nicht machen, sondern will. Übrigens, was interessiert dich denn so daran? Naja, Professor Adams bat mich danach zu suchen. Aber jetzt, wo du Professor Gliss erwähnt hast, werde ich ihr wohl einen Besuch abstatten müssen. Viel Glück dabei. Sie ist nicht gerade der warmherzige, zugängliche Typ. Professor Gliss ist ein echter Snob. Um ehrlich zu sein, ist sie ziemlich unfreundlich. Danke für die Warnung, aber ich muss mich trotzdem mit ihr treffen. Oh, und noch was. Kannst du etwas mit diesen sonderbaren Pfotenabdrücken anfangen? Zeig mal her. Ja, das sind Abdrücke von einem Bärberaffen. Nicht von einem Bärberaffen. Von einem Berberaffen. Scheiße. Wahrscheinlich stammen sie von Lanas. Professor Lind. Professor Glitz, charmer Affe und bester Freund, schleppt ihn überall mit sich rum. Sehr interessant. Danke, Bob. Ich komme später wieder vorbei. Schön. Ich freue mich immer, dich zu sehen. In der Bibliothek findet Laura den zweiten Teil des Briefes. Bob berichtet ihr, dass Claudia Gliss, eine Chemieprofessorin, die sich kürzlich auch für das Archiv interessiert hat und dass die Pfotenabdrücke in Professor Adams Büro von Claudias Affen... Von Claudias Affen schreiben können, ihrem einzigen Freund. Laura beschließt, der Professorin einen Besuch abzustatten. Und wir machen weiter unter dem Ladebildschirm. Ich trinke ganz kurz was. Sekunde.